Ja, willkommen auf meinem Wetterkanal. Hallo ins Land. Wettermühlviertel. Wir schauen Sie das Wetter da einmal an. Nicht nur jetzt, wie es Wetter morgen wird oder am Dienstag, sondern vor allen Dingen, wie es mittelfristig weitergehen wird. Weil der Winter ist jetzt da. Am 1. Dezember war meteorologischer Winterbeginn. Und wenn man jetzt einmal rausschaut, oder ihr seht es alle, 8 Grad momentan, Sonntag jetzt. Hat mit Winter nicht viel zu tun, wobei die letzten Tage ja anders ausgeschaut haben. Trotz allem, was wir ein bisschen vermissen, ist keine Bewegung im Spiel. Also jetzt haben wir ein bisschen einen Südföhn wieder, was heißt ein bisschen, wir haben 60 km/h gehabt. Die nächsten Tage dann wieder wesentlich ruhiger, es kühlt wieder ab. Aber so richtig durchgreifen wird die Woche mal gar nicht recht viel passieren. Dann schauen wir mal weiter, was kommt dann. Ja? Gestern war mal ganz spannend, da haben die Wettermodelle ja durchaus einmal ganz interessante Lösungen gesagt, nämlich zweistellige Minusgrade zur Monatsmitte. Hat eh keiner geglaubt, ja, weil das sind ja diese Ausreißer, die wir kennen. Aber ja, im Norden, Nordeuropa, lauert ja unheimlich viel kalte Luft. Das ist auffällig. Während in Südeuropa, eigentlich auch bei uns ganz neu, die warme Luft ist. Ja. Und dazwischen ist eben diese Luftmassengrenze. Ja. Und diese Luftmassengrenze, die mögen die Wettermodelle mal gar nicht. Weil. Wenn sich die ein bisschen bewegt, nämlich 100 Kilometer nach Süden oder 100 Kilometer nach Norden oder vielleicht auch 200, 300 Kilometer nach Süden, dann schaut das Wetter ganz anders aus, weil vor plus 8 Grad, wenn das jetzt runterkommt, minus 8 Grad zum Beispiel. Also spannend. Ja, das ist jetzt die mittelfristige Betrachtung. Wir werden da jetzt einmal ein bisschen mehr reinschauen. Ich habe ja da, also ihr kennt es ja ein bisschen, es gibt ja diese Langfristprognosen. Ich versuche das jetzt zumindest nicht ganz professionell, so mit einem Tablet das hinzuhalten, aber wir probieren es trotzdem. Europa, da ist Österreich, wenn man das ein bisschen so sieht, ja, Österreich ist gelb, da seht ihr es, also Deutschland, Polen, skandinavischen Länder, ja, die ganzen nordosteuropäischen Länder, kalt. Richtig kalt. Das heißt, da hat man jetzt im Dezember definitiv eine negative Abweichung, während wir südlich davon deutlich eine positive Abweichung haben. Wir sind dazwischen. Ja, und natürlich kann das jetzt nach alle Richtungen ausschlagen, weil wenn das ein bisschen jetzt nach Süden weiterkommt und wir sind erst am Anfang vom Monat, kann im Dezember noch viel passieren. Also Stichwort Weihnachtswetter. Ja, aber das schauen wir uns in einem anderen Video an oder ein bisschen später, dafür ist es noch zu bald. Das ist der Dezember, also momentan ein bisschen spannend das Ganze. Der Jänner, ja. Brauche ich nicht viel sagen. Da ist ja wurscht, wo Österreich ist, weil ihr kennt es egal, wenn es weit oben oder weit unten selbst rot. Also der Jänner, den hätten wir schon mal wesentlich frischer gesehen. Die ZMG-Prognose. Das amerikanische Wettermodell, nein, das würde den Jänner nicht recht frisch sehen. Und den Februar, auch ziemlich viel rot und ein bisschen orange. Aber definitiv kein Blauton. Also würde ich jetzt einmal nicht nach einem kalten Winter ausschauen, wobei man natürlich immer sagen muss, das heißt jetzt nicht, dass es im Dezember nicht einmal wirklich auch kalt werden kann, und zwar richtig kalt. Aber im Schnitt, im Großen und Ganzen, ja, na, nehmen wir jetzt die Spannung nicht viel weg, also da kann noch viel passieren. Wie gesagt, wir schauen uns das auf jeden Fall an. Die kommende Woche nicht allzu viel, vielleicht Montag, Dienstag ein paar Schneeflocken, Regentropfen ganz unten, kühler natürlich wieder, aber so, wenn noch ein paar Zentimeter Schnee fallen, die sind dann auch wieder weg, da kommt nicht so arg viel. Zweite Wochenhälfte wieder föhniger, oben Sonne, unten Nebel. Dann nächstes Wochenende eventuell ein bisschen mehr Spannung im Wetter. Vielleicht kommen Niederschläge, vielleicht kühlt es ab, vielleicht kommt einmal erst wirklich ein bisschen mehr Schnee. Und naja, und dann sind wir schon ein bisschen in Richtung Monatsmitte unterwegs. Dann gibt es definitiv auch schon ein bisschen den Ausblick in Richtung Weihnachtswetter. Natürlich dann vor allen Dingen in Richtung der Ferien. Kann man die Kinder Skifahren schicken oder nicht? Oder ist eh wieder alles weg? Oder das schauen wir uns auf jeden Fall an. Ja, momentan noch nicht allzu viel zu berichten. Ansonsten, wie gesagt, wir versuchen jetzt einmal in diesem Wetterkanal, und da sind jetzt nicht nur Wettervideos drinnen, sondern ihr seht es mir auch ein bisschen. Ich erzähle euch ein wenig was über das Wetter. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr abonnieren würdet, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn es neue Videos gibt. Ansonsten sehen wir sie sicher wieder. Also, das war es einmal soweit zum Mühlviertler Wetter. Wie gesagt, abonnieren, wenn Lust ist, und ansonsten sehen wir Sie Facebook-Gruppe, Instagram und natürlich auf der Webseite. Ciao.